Bord fahren. Nacht 2. Wir sind ja gerade mal bei Nacht 2. Ich weiß nicht, wie viele Nächte es gibt. Trinken wäre cool. Ich habe hier aber nichts. So, wir waren... Ach ja, nein. Deswegen habe ich auch teilweise kapituliert gestern. Weil wir hier am Flüchten sind und der Kerl uns die ganze Zeit handelt und fickt. Wird der drunter gucken? Wird der drunter gucken, Chat? Geh weiter mit deinen stinkigen Käsefüßen. Okay, er hat nicht drunter geguckt. Er weiß nicht, dass wir hier sind. Bitte geht nach links. Bitte geht nach links. Alter, der hört mich. Machen wir jetzt ein Stromfeuer ein? Wir hören, ob der durch die Tür geht. Ne, der geht nicht durch die Tür. Wir gehen, glaube ich, trotzdem raus. Und probieren, den Strom wieder einzuschalten. So. Einmal den Strom bitte wieder an, damit wir auch sehen, wo wir hinstolpern. Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Oh mein Gott, irgendwann wird das Ding da auch loslaufen, oder? Ist er noch da? Oh, 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 oh. Hä, hey, wer rennt da? Hä, wo will er hin? Der will den Strom wieder ausmachen gehen. Ah, der will den... Macht der den Strom jetzt wieder aus? Hä, hey, warum ist er jetzt einfach so hingesprintet? Okay, hier ist der Eingang. Da ist er. Kommen Sie nicht mit? Nein, das hatten wir gestern alles schon. Nein, ich habe nicht. Okay, bitte. So. Das ist eine Scheiße. Aber jetzt sehen wir wenigstens, wo es hingeht. Aber wir sind hingefallen. Wir haben Angst, wir haben Angst. Wo ist der Terrorvogel? Okay, 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 okay. Ja, wir konnten uns verstecken. Oh. Er kann nicht. Okay. Ich drücke, ich hab halt die Luft an. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Wir konnten flüchten, glaube ich. Die Mechatronics sind hoffentlich... Ja, was ist jetzt mit dem hier? Du musst weg. Entkomme. Okay, wir müssen raus. Das darf doch nicht wahr sein. Okay, wir rennen einfach nur. Warum fällst du immer hin, mein Freund? Warum fällst du hin? Aber wir sind raus. Ja, Mann! Ja! Wir sind rausgekommen! Lass mich mal am Anus lecken. So. Mann, das war echt knapp. Warum kann ich ihn nicht finden? Wo habe ich noch nicht geschaut? Geh nach Hause. Okay, ja, wo ist unser Vater, Leute? Denkt dran, für die, wir sind jetzt leider einen Tag später, für die YouTube-Leute da draußen. Wir haben das gestern nicht zu Ende gespielt, wir machen heute weiter. So, aber unser Vater ist immer noch weg. Das ist unsere Mission. Wo ist er? Oswald, kaum geschlafen? Warum kann ich nicht... Was will es jetzt schon wieder? Komm her, Katze. Wir haben uns einen gewinkelt, oder wie hieß das?
Ich bin schon einmal diesem Ding gefolgt. Das ist das letzte Mal nicht gut ausgegangen. Ja, dann machen wir das nicht. Jetzt mal. Morgen, Oswald. Bist du bereit für das Frühstück? Ich denke, ich werde heute in der Schule essen, wenn das in Ordnung ist. Sicher, Liebling. Hast du schon neue Freunde gefunden? Nun, ja. Es gibt diesen einen neuen Typen, dem ich einfach nicht entkommen kann. Oh, Os. Das ist nicht sehr nett. Vielleicht will er nur dein Freund sein. Eww, wahrscheinlich. Wie auch immer. Es ist erst ein zweiter Tag. Es wird besser werden. Du musst einfach einen Schritt nach dem anderen gehen. Die nehmen heute das Katzenfutter mit. Wenn es okay ist, Mama. So, wir verpissen uns direkt mal. Eigentlich wäre es gut zu wissen, was der da oben macht, ne? Oh. Wie kommt er jetzt dahin? Du magst jetzt ein großer Sechsklässler sein, aber du kannst einem Mamakuss nicht entkommen. Sei brav heute, Oswald. Denk daran, dass Papa und ich immer für dich da sind. Ja, aber der Papa ist ja eben nicht da. Das ist ja das Hauptproblem. Warum sind gerade Papas Augen normal geworden? Warum sind gerade Papas Augen normal? Ah, und? Nee, hä? Okay, ich dachte, jetzt werden sie auch wieder so. Ah, okay, gut. Ich verstehe, wo das Spiel uns hinführt. Ich wünsche, du würdest mir bezüglich Papa glauben. Oh, der arme. Der arme kleine Sack. Der arme Frozen. Ela, wir suchen jetzt Ela gleich auf, ne? Der wird wahrscheinlich heute in der Bibliothek sein. Wir brauchen den heute. Ich brauche dein Feuerwerk, Ela. Na komm, wir gehen erstmal in die Schule. Tag 3. Schule. Tipp, drücke F, um deinen Taschenlampen zu benutzen. Ah, wenn das nicht Oswald, der Ocelot ist. Suchst du einen Ort zum Haaren? Ocelots machen sowas gar nicht, Daylan. Du musst es ja wissen. Ich habe heute... Was ist das denn? Oh, das ist der Gegenstand, den er so unbedingt haben möchte. Das ist der Gegenstand, Chat. Wir haben Hallus, wir drehen durch. Ganz ehrlich, wir sind durch. Wir sollten uns einliefern lassen. Sind wir doch mal ehrlich. Und da kann unser Papa uns auch nichts tun. Nur mal so nebenbei. Und ich kann ihm auch nichts tun. Ich kann ihn da nicht mehr jedes Mal sterben lassen, weil Papa kommt. Ah. Was ist los, Oswald? Was ist los, Oswald? Nichts, Frau Micham. Ich kann mich einfach nicht konzentrieren. Ich glaube, ich... Vielleicht musst du dir die Beine vertreten, um deinen Kopf frei zu bekommen. Ja, das wird sein. Ich habe ein Buch im Büro der Direktorin vergessen. Könntest du es für mich holen? Ach so, okay. Die schickt uns zum Pipi machen, weil sie ein Buch vergessen hat. Interesting. Kann ich irgendwas klauen? Liegt hier irgendwo eine Batterie? Ja, komm, wir gucken da mal nach. Ich kann nicht meinen Papa retten, wenn ich kaum die Schule schaffe. Ah, komm schon, Os. Wie Mom gesagt hast, ein Schritt nach dem anderen. Kann es sein, dass wir uns das nur einbilden? Klassenzimmer da, Büro der Direktorin. Das ist das nächste. Noch nicht. Ich hab Bock, das mal zu machen, aber noch nicht. So. Hey. Was machst du außerhalb des Unterrichts? Ich hole ein Buch für mich an. Nein, das machst du nicht, junger Mann. Du hilfst mir, den Schlüssel für mein Büro zu finden. Was? What the fuck? Was habe ich denn jetzt damit zu tun? Hä? Ich bin aus meinem Büro ausgesperrt worden, als ich mir eine das Verhalten der Schüler beaufsichtigen wollte. Ich werde mich umsehen, okay? Du bist ein Lebensretter, kleiner Mann. Kann überall sein. Hier, die Spinne hat er. Da, im Mülleimer. Nichts Nützliches, nur Müll. Diese Spinne, diese Spinne werden nicht benutzt. Es gibt nicht mehr genug Kinder.
die sie brauchen würden, seit Werk geschlossen wurde. Seit Werk geschlossen wurde, Bruder, ja? Hier auch nicht. Jetzt müssen wir erstmal ihren Schlüssel finden, Alter. Warum stolpert der Kerl so oft? Was sind die Pokale? Hier haben wir auch wieder Spinde. Vielleicht hier in dem Klassenzimmer? Die hat den Schlüssel verlegt im Klassenzimmer. Safe Call. Gibt ja nicht mehr viel. Klassenzimmer oder Sportplatz draußen, ne? Oh, hier. Wow. Da hätte sie auch von alleine drauf kommen können. Stimmt jetzt irgendwas nicht, oder? Ist sie noch da? Ja, sie ist noch da. Moin. Wow. Du hast ihn gefunden? Weißt du, ich habe fast jeden Raum der Schule nach diesem Schlüssel durchsucht. Außer dem, wo ich zuletzt war. Fast jeden? Ja, ich muss jetzt los. Ich glaube, ich habe gehört, wie mich jemand in der Cafeteria gerufen hat. Okay. Ich gehe da mal rein, ne? Ich ändere noch meine Noten, um alles zu einsen und so. Oh, was haben wir denn? Da ist das Spielzeug. Das ist das Spielzeug von ihm. Papa kam immer zu diesen, zu den Elternsprechtagen. Ich bezweifle, dass dieses Ding hingehen wird. Das glaube ich aber auch. Hä, guck mal, da ist doch das Ding. Endlich. Jetzt kann ich in den Unterricht zurück. Nee. Warte, was ist das? Damals. Das wird Daylan lernen. Lehren, sich nicht mit mir anzulegen. Genau, das nehmen wir mit. Dann nehmen wir noch eine Batterie aus dem Schrank mit. Gerahmter Artikel aus der Schülerzeitung. In der Schlagzeile geht es um den Sieg bei dem Tennisturnier. Okay, das kennen wir ja schon. Ich hätte meine Augen zusammenkneifen. Achso. Wenn ich meine Augen zusammenkneife, kann ich mein Haus von ihr sehen. So, wir sprinten wieder in den Unterrichtsraum zurück. Als wären wir auf Schlittschuhen. Du hast dir wirklich Zeit gelassen, Oswald. Entschuldigung, Frau Mechan. Ich brauchte wirklich eine Pause. Sag doch, dass die Direktorin uns noch brauchte. Bis morgen, Schüler. Bitte vergesst nicht, eure Aufsätze zu schreiben. So, warte mal. Daylan, da ist er. Das ist der Kacklappen hier, ne? Hast du in letzter Zeit irgendwas Gutes gespielt? Ich habe gerade ein neues Horrorspiel bekommen. Das Gruselige daran ist, dass das Gehirn verlaufen lässt. Dass es dein Gehirn verlaufen lässt. Hattest du jemals das Gefühl, dass es irgendetwas gibt, das du tun musst? Aber du weißt nicht, ob du das Zeug dazu hast? Ach, Oswald. Ich bin mir sicher, dass dein Aussatz großartig wird. Oh, klar. Ja, der Aussatz. Genau den meine ich. Nicht mein mechatronifizierten Vater. Oh, Daylan. Hast du Pipi in den Augen? Also bekommst du endlich mal das, was du verdienst? Das ist doch feini. Ja, komm, hier. Ah, nee, das ist nicht Daylan. Das ist ein von Daylan missbrauchter Schüler. Es tut mir leid. Oh, und so von Daylan missbraucht. Tut mir aber leid. Ah. Daylan versucht ständig aus den Spinnen hervorzuspringen, um mich zu erschrecken. Kann mich nicht erschrecken, wenn ich es kommen sehe, oder? Ja, genau. Ach komm schon, du kleiner Krüppel, du. So, da ist er doch. Gamer-Schüler, ach nee. Renfield, Bring Your Own Blood ist so ein witziges Spiel. Es hat super geile Grafik und Gameplay. Ich denke mal, Daylan ist weg. Der wird jetzt in der Bibliothek warten. Guck mal hier. Ja, hier ist auch niemand. Okay, wir gehen in die Bibliothek. Warum? Wie kann es sein, dass da zwei Rucksäcke liegen, die da jetzt einen Tag später immer noch da liegen? Vermisst die keiner? Ich meine, ist jetzt auch nicht die größte Schule, ne? Also, das liegt ja offensichtlich noch da. Was waren das für Geräusche? Oha. Gerade gar nicht drauf geachtet. So, wir gehen in die Bibliothek. Da müsste jetzt Daylan sein.
Bibliothek, Tag 3. Geh nach Hause. Hä? Wollt ihr mich verarschen oder was? Wir kriegen... Ja, okay, gut. Dann gehen wir halt erst nochmal nach Hause. Alles fein. Er scheint wieder im Haus herumzulaufen. Zeit, einen Weg hier rauszufinden. Okay, wir müssen wieder entkommen. Bist du dumm? Ich hör's. Wir wechseln mal noch die Batterie. Macht das eigentlich lauter? Oh, das ist ja laut. Okay, ist gerade auf der anderen Seite. Rennen! Das kann nicht wahr sein. Du bist so ein scheiß Kackkind. Du bist so ein scheiß Kacklappen, Digga! Man geht einfach raus! Ich hab Angst. Ich kann doch, wenn ich Angst habe, die Tür nicht öffnen, damit ich lebe. Das geht natürlich nicht. Aber die Sounds waren jetzt weird, Chat. Ich höre die halt jetzt recht. Jetzt kommt wieder zu uns. Okay. Ach, scheiße, wir können jetzt nicht nachladen, ne? Aber wenn ihr jetzt da reinguckt, sind wir tot. Ja, wow. Und wir haben es rausgeschafft. Sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Wir haben es rausgeschafft, jetzt können wir auch rennen. Alter, was sind das für Geräusche? Ich glaube, der hat unsere Mutter gefressen, kann es sein? Was? Ach, echt jetzt? Wir müssen einfach wieder aus unserem Fenster klettern. Ich kotze im Strahl. Mal nachladen hier. Zack, zack. Er ist durch eine Tür, aber durch welche? Wir tryen's. Okay, er ist unten. Okay, er war unten. Okay, das ändert das Spiel. Wir müssen... Hä? Über den Dachboden, übers Elternzimmer, über den Keller? Wie kommen wir raus? Guck mal, hier ist die Katze. Gibt's hier ein Fenster? Da theoretisch. Ein paar Bilder von meiner Familie. Nee, du sollst das Fenster nutzen. Ja! Ah! Okay, das geht ja schon mal nicht. Wir könnten Dachboden probieren. Weil Esszimmer, Keller, maybe könnten wir Keller probieren, dass es da irgendwie durch einen Schacht oder so rausgeht. Oder halt Dachboden. Lass mal Dachboden zuerst probieren. Der ist so mutig eigentlich. Kannst du mir nicht erzählen, dass er sich nicht trauen würde durch die... Lol. Durch die Tür zu gehen. So, pass mal auf. Hier hätten wir doch ein Fenster, oder nicht? Warte, es ist zu hoch, um von hier zu springen. Ich wette, Papa hat ein Seil von meiner alten Reifenschaukel aufgehoben. Er wirft niemals etwas weg. Egal, wie oft Mama ihn damit nervt. Ja, wow, aber... Oh, eine Leiter. Ähm.
Ja, okay, schon mal eine Leiter, das ist ein Anfang. Da oben hängt, glaube ich, was, oder? Warte mal. Hä? Ja, das sind unsere alten Koffer, wir sind schon lange nicht mehr weggefahren. Hier können wir uns verstecken. Ja, aber... Ich werde die Leiter ja nicht mit runternehmen können, richtig? Ich kann die Leiter mit runternehmen. Er ist gerade rechts. Wir gehen mal hier unten lang. Wo müssen wir hin? Das Geschirr ist fast... Okay, wir müssen erst mal gucken, wo das ist, ne? Er kommt. Maybe im Keller. Wir müssen safe in den Keller schleppen. Wo bunkert man sonst sowas? Ich glaube, wir müssen damit in den Keller. Ja, komm doch rein! Guckt der random manchmal drunter oder nur auf Verdacht? Nur auf Verdacht wahrscheinlich, ne? Und der bringt jetzt die Leiter wieder weg. Na komm. So, wir machen mal ganz kurz Looky Looky im Keller, wenn ihr mich fragt. Weil hier könnte ich mir sehr gut vorstellen. Ich darf nicht mit dem Werkzeug herumspielen. Mama hat Angst, dass ich mich verletze. Ich habe eher Angst davor, dass diese Hase ihn in die Hände bekommt. Aha. Ich vermisse die Zeiten, als der Ofen hier unten das gruseligste Ding im Haus war. Da ist das Seil. Dafür brauche ich jetzt die Leiter. Verdammte Axt. Ich komme nicht an das Fenster, Papa. Ich komme nicht an das Fenster. Papa hat irgendwo eine Leiter. Ah, es gibt zwei Ausgänge. Entweder oben mit dem Seil oder mit der Leiter hier durch. Perfekt. Ich möchte weinen. Chat, ich möchte weinen. Ja, ich möchte weinen. Okay, wir können ihn blenden zur Not, ne? Wir können ihn zur Not blenden. Ja. Ich brauche so ein Spinnenwegwisch-Kommando. Ah, das ist manchmal blöd, du weißt halt nicht, wo der ist. Ich glaube, cleverer wäre es gewesen, ihn zu blenden. Aber ich glaube, da kann man den nicht blenden. Okay, gehen wir oben jetzt durch mit dem Seil? Da brauchen wir die Leiter nicht. Wir warten. Der muss durch die nächste Tür. Ah, jetzt, okay. Jetzt wissen wir wieder allerdings nicht, durch welche Tür er durch ist. Oh doch, er ist jetzt über uns. Das ist sehr gut. Dann können wir rennen. Ich bin am Überlegen. Wir lösen das hier aus. Und gehen hier hoch. So, Geräusch ist ausgelöst. Let's go. Wir kombinieren das mit dem Seil. Habe noch das Seil, das ich da zuvor gefunden habe. Sollte stark genug sein. Let's go, wir sind raus, Chat. Hä, sogar zwei Wege. Das ist cool, dass sie dir sogar zwei Auswege bieten. Das ist ja richtig geil, Digga.
Wir haben beide entdeckt. Wir haben beide entdeckt. Wir hätten beide machen können, doch wir haben uns für einen entschieden. Na gut, das war unangenehm. Was machen wir? Geht zum Bällebad. Ja, warum nicht? Wir gehen wieder random zum Bällebad und wissen nicht, was wir da tun sollen. Wir wissen ja for real nicht, wo unser Vater ist, Digga. Mein Gehör tut weh. Oh, das habe ich doch gerne gemacht, Ara. Yo. Na, guck mal, neue Kunde. Diese Stadt war früher wirklich etwas Besonderes. Schaut dir sie jetzt an. Verdammt, schau dir diesen Schuppen an. Ich würde die Stadt verlassen, wenn ich nur Arbeit finden könnte. Mhm. Sozialer Schmetterling. Na, wollen wir doch mal unseren sozialen Schmetterling komplett ausfalten und flattern, flattern. Ich wollte damit sagen, wir reden mit ihr auch noch. Die Pizza war damals wesentlich besser. Allerdings muss ich zugeben, seitdem Chef übernommen hat, wurde es viel günstiger. Quantität über Qualität, würde ich sagen. Ah, schön. Der weiß, wie man Geld macht. So, Ara, du kommst jetzt mit mir ins Bällebad, ne? Du springst vor. Du gehst vor. Wenn das Vieh kommt, zerreißt es dich zuerst. Ich brauche ein Backup. Ich muss einen Vater finden. Das hat Priorität. Das Ding kam letztes Mal aus der Spielhalle. Vielleicht sollte ich der dort Chip auch. Okay, der ist hier. Sicher nicht, ich zerreiße das Ding. Wir gucken mal ganz kurz. Spielhalle, ne? Wir könnten zum Eingang und durchwenden. Das Ding ist, im Sicherheitsraum ist das Küken, glaube ich. Ich weiß nicht, ob das jetzt für immer da bleibt, aber beim letzten Mal war es da. Aber es ist eigentlich auch weg. Komm, wir gucken mal weiter. Na, hier müssen wir jetzt theoretisch durch. Wollen wir gucken, ob das Küken da ist? Nee, ich probiere zu wenden. Ich glaube, das war eine sehr dumme Entscheidung von mir. Aber dann können wir wenden. Ist okay. Wir blenden das und dann wenden wir. Oder er hat schon wieder vergessen, dass wir drunter waren. Alles gut, alles gut. Alles gut, Chat. Tür. Sehr fein. Okay, pass auf, dann wenden wir jetzt da durch. Oh mein Gott. Oh, was bist du denn? Oh, Jumpscares, Digga. Braucht kein Mensch. So, wir sind durchgewendet. Wir sind der Imposter. Nur Imposter können wenden. Merkt euch das. So, wir sind jetzt in dem Lagerraum. Wir müssen jetzt da in die Spielhalle rein. Oder meint ihr der Partyraum? Nee, Spielhalle. Bin ein wegen die Spielhalle. Ja, aber ich habe da Steps gehört. Das Ding ist, ich höre in der Spielhalle. Ich höre halt. Oh, die kommen alle hierher. Wow. Jetzt kommen beide hierher. Oh nein, da war keiner in der Spielhalle. Scheiße. Oh, die gehen. Ja. Ja, ja. Komm. Bitte, let's eat. Machen let's eat. Ein dreiteiliges. Wir haben, ich hab auch jetzt. Ich hab Zeit.
Was ist das für ein Timing? Du musst eine Stunde auf das Huhn warten. In dem Moment, wo es weg ist, drücke ich E, um rauszukommen. Und im selben Moment kommt das Ding zur Tür rein. Ach, komm schon. Wie scheiße war das denn? Das haben wir uns bis dahin gequält. Oh. Wir sind in der falschen Welt. Das war assi. Das war eine richtige Assi-Aktion. Hier. Ich gehe jetzt hier durch, scheiß drauf. Na wobei... Wobei... Ach komm, ich kenne mein Glück, das wird schief gehen. Ich hab's über mir gehört. Die Tür ist verschlossen, was? Können wir durchwenden? Ja, wir können durchwenden. Wo kommen wir raus? Im Keller. Was? Ach ja, stimmt. Oh nein. Jetzt will ich den im Keller. Da ist der Partyraum, da kommen wir auch nicht rein. Ach scheiße, Digga. Das war peinlich. Urpeinlich. Geh durch. Wir sind da. Wir ignorieren das Telefon, was da klingelt. Die Tür ist verschlossen. Ich muss einen anderen Weg finden. Die Tür ist verschlossen? Hä? Müssen wir jetzt einen anderen Vent finden? Was führt denn da rein? Ich habe gerade keine Ahnung. Okay. So, warte mal. Wir probieren mal den hier. Die war eigentlich verschlossen. Ne, die ist auch zu. Ich glaube, wir müssen doch zum Telefon erstmal. Scheiße, Mann. Wo ist denn das Telefon? Wo ist denn das Telefon? In der Küche? Im Bällebad? Die Küche ist zu, ne? Ja. Wo war denn das Telefon, Digga? Aber warte mal, die Küche ist nicht zu vom Sicherheitsraum aus. Lass mal in die Küche gehen. Ich glaube, da war das Telefon drin. Ach nein, oder? Ach nein! Wie es läuft. Riecht uns das? Gefühlt kommt es näher. Ja, GG Chat, wir kommen hier nicht mehr weg. GG. Wir gucken jetzt hier zu. Jetzt kommt der andere wieder. Okay, ich glaube, jetzt geht's weg. Und es geht genau in die Küche rein, Digga. Es geht halt in die Küche rein. Da wollen wir hin. Und der andere ist jetzt auch hier. Ist ein Anfang. Wir sind in dem Raum, wo wir hinwollen. Er kann nicht wissen, dass wir hier sind. Eigentlich kann er nicht wissen, dass wir hier sind. Und das Chicken kommt aus der Küche raus, das ist gut. So, der muss sich jetzt verpissen und das Chicken muss auch weg. Der ist es weg. Och nee, komm bitte nicht. Ach komm bitte nicht. Jetzt mach doch nicht so einen Scheiß, Digga. Das Ding ist nicht...
das Huhn braucht jetzt so lange, bis der andere wieder da ist. Und dann warten wir hier wieder unterm Tisch. Tja. Ja, wie lange geht das jetzt? Ah, okay. Was ist das denn für eine KI? Komm, 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 komm. Okay. Bro. Okay, wir haben es geschafft. Hier ist das Telefon. Oh. Hallo? Jemand da? Vielleicht haben sie aufgelegt. Oh nein, jetzt haben die wirklich aufgelegt. Dann weiß ich for real nicht, was sie machen soll, Chat. Finde einen Weg in die Spielhalle. Ja, wie denn? Hä? Da kommen wir nicht durch. Wir können den Partyraum probieren, aber die Tür ist angeblich rot. Da im Keller ist jetzt irgendwas. Wir gucken nochmal im Keller nach. Maybe ist da jetzt irgendwas passiert. Hier können wir Licht ausmachen. Das wäre aber dumm. Wir können die hierher rufen. Der Vent wäre cool. Hier hat man... Oh mein Gott, der Vent funktioniert jetzt hier. Der Vent funktioniert jetzt hier. Das ist ja geil, oder? Wir machen hier Lärm. Und wenden. Und gehen einmal durch. Jetzt kommen die nämlich hierher. Dann haben wir hier unsere Ruhe. Wo sind wir? Wir sind im Sicherheitsraum. Der geht halt nicht auf, Tür ist verschlossen. Hey, wie kommen wir da rein? Hey, der Weg, ach so. Er hat ja gesagt, das ist zu schwer, ne? Ja, pass auf, dann machen wir die Kaffeemaschine an. Wenden noch einmal durch und rennen dann unten durch. Oh nein, ich bin jetzt nochmal hierher gewendet. So, jetzt können wir hier theoretisch raus. Der soll ja jetzt weg sein. Der soll jetzt oben bei der Kaffeemaschine sein. So in der Theorie. Wir können es probieren, aber der hat ja nichts gesagt. Was ist denn das hier? Ticketzähler, so ist für die Automaten. Bringt nichts, das Ding ist zu schwer. Nee, ich kann hier nichts machen. Ich kann mit dem aber auch gar nicht interagieren, von daher. Reserve, Partyraum, Reservierung für offizielle. Nee, ich kann mit dem Ding auch leider nicht interagieren. Damit kann ich nicht interagieren. Er sagt, es ist zu schwer. Hä? Im Sicherheitsraum kommen wir nicht, wir kommen da nicht rein. Im Bällebad ist nichts. Im Keller haben wir jetzt nichts. Okay, wir haben nicht explizit nach was gesucht. Ja, eigentlich ist man immer hier in die Spielhalle gekommen, immer. Muss einen anderen Weg finden. Ich muss einen anderen Weg finden.
Kommst du da den Anzug zum Laufen für mehr Kraft? Nee, da kannst du dich nur drin verstecken. So ein Feature geht in dem Spiel nicht. Ah, man kann von da nach da wenden. Man kann von da nach da wenden. Nee, warte mal. Was ist das da für ein Vent? Da gibt's noch ein Vent. Da ist noch ein Vent, den wir... Ah, guck mal hier. Der Vent. Ah. Der, okay. Wir probieren mal dahin zu kommen. So, dass er da hinkommt, dann gehen wir hier raus. Das ist ja am anderen Ende jetzt. Er ist angekommen, er regt sich auf. Nein. Nein, hä? Wir haben da oben den Lärm ausgelöst. Wie kann es denn sein, dass die jetzt hier unten sind? Das ist scheiße. Aber der Vent. Wir gehen jetzt zu dem Vent hin. Ich glaube, das ist die Solution. Da kommen wir nicht rein. Scheiße, Mann. Scheiße, Mann. Oh nein, oh nein, oh nein. Da oben, der Vent. Da oben, Leute. Meine klebrige Hand. Und zackadus. Ah, er kommt. Er war schon hier. Oh, Typ am Telefon. Nun, wenn du noch dran bist, da gibt es einige Dinge, die sie einem nicht erzählt haben. Die Animatronics haben ein sehr schlechtes Sehvermögen. Und wenn du sie... Was kann es passieren, dass sie denken, es wäre endlos... Okay. Ach nee, ein endlos Skelett. Wenn sie denken, dass du... Okay, okay. So, wir haben Schlüssel. Wahrscheinlich der Schlüssel dahin, ne? Wir haben den Schlüssel wahrscheinlich da rein. Das heißt, die sehen schlecht. Heißt das, wir könnten uns im Dunkeln nicht bewegen? Aber warte mal, wo ist jetzt der Schlüssel? Da. Kellerschlüssel? Ne, das ist ja nicht da. Schlüssel zur Spielhalle. Sehr gut. Sehr gut. Upsi. Ich gehe unten. Kann ich hier irgendwas anmachen, um Lärm zu... Oh nein, oh nein, oh nein. Unten ist einer. Das heißt, wir können doch hier durchgehen. So in der Theorie. Oh. Nein, komm schon. So, Schlüssel benutzen und reingehen. Ja, Mann, wir sind drinne. Wir sind drinne. Sehr toll, sehr toll. Können wir direkt mal gucken, wir haben noch Automaten. Oh nein, der dritte Animatronics, Leute. Der dritte. Ach komm schon. Dafür sind wir rein. Aber vielleicht könnte ich es irgendwie ablenken, wenn ich mehr über dieses Ding wüsste. Finde etwas, um den Hasen heranzulocken.
Ah, ja, Lärm, oder? Keine Ahnung. Was will ein Hase haben? Ich höre die anderen nicht mehr. Keiner kommt, keine Schritte, gar nichts, Leute. Hä? Ich höre die anderen nicht mehr. Okay, sehr angenehm gerade. Finde etwas, um den Hasen heranzulocken. Tja. Kann ich da jetzt trotzdem reingehen? Eine Karotte. Meinst du, dass ein Roboter eine Karotte ist? Ich kann nicht hineingehen. Der Hase ist immer noch da. Ja, eine Karotte, aber das ist ein Roboter. Meinst du, der mag... Perfekt, perfekt, perfekt. Perfekt. Ich wende direkt durch. Scheiße, die kommen. Die kommen, die kommen. Binde etwas, den Hasen heranzulocken. Den Hasen, den Hasen, den Hasen. Hungry? How? Ja, das ist auch scheiße, Mann. Der ist immer noch da im Gang drinne. Und der geht hier nicht weg. Dicker. Okay, doch, er geht jetzt. So, der hat sich wieder verpieselt. Aber was weiß denn ich? Was will ein Hase haben? Guck mal, da hinten liegt da was. Nee. Tür ist verschlossen. Was haben wir denn da? Hase und Hühnchen. Guck mal da. Hase, Hühnchen, mag Melodie. Die haben irgendwie so ein Stück Pizza. Da! Über den Küken. Oha, über dem Küken ist ein Pizza. Wir haben das Küken mit Pizza gelockt und über dem Hasen ist eine Note, also Musik. Musik, Musik, Musik. Wir müssen Musik abspielen. Wie spielen wir Musik ab? Maybe mit dem Musikinstrument. Da, Hase und Gitarre. Gab es irgendwo eine Gitarre? Gab es irgendwo eine Gitarre? Ich glaube nicht. Gab es irgendwo eine Gitarre? Das ist eine sehr gute Frage. Ich glaube, hier unten ist der Dude, aber... Wir müssen da rein. Ich guck mal. Okay, wir rennen. So, hier. Hier ist zum Beispiel ein Verstärker. Aufgrund eines Vorfalles, mit unserem früheren Freddy Animatronic System, okay. Wir gucken mal in den Keller. Da! Oh, die Gitarre! Die Gitarre! Das ist die Gitarre des blauen Hasen. Aber die Saiten sind alle kaputt. Ich wette, ich kann ein paar alte Saiten im Müll finden. Ich muss... Ne, scheiße, der kommt da gerade. Okay, Müll finden. Das heißt, wir müssen wieder in die richtige Welt. Wir müssen in die richtige Welt. Wo wenden wir hier nochmal hin? Oh ja, doch, das ist gut. Das ist gut. Wir müssen leider bei dem anderen hin.
Okay, er kommt. Er kommt. Das heißt, wir sind hoffentlich hier sicher. Das macht Spaß. Das macht Spaß, Leute. Das ist ein cooles Game, muss ich sagen. Es ist sehr simpel, aber es macht Spaß. Level Zero hat einen Report für Cheater Report bekommen. Geil. Ganz ehrlich, ich wüsste nicht, ob ich Cheater erkenne oder nicht. Wie macht man die aus? So, wir gehen zur Müllhalde. Ich gehe mal davon aus, dass wir da Seiten finden werden. Und das Werk. Das zeigt, dass es keine Cheater gibt. Hä, wie? Es ist halt für mich ein komplett schwarzes Spiel. Ich sehe nicht, was die anderen machen. Ich kann nicht beurteilen, ob die cheaten oder nicht. Wenn ich aus dem Nichts her erschossen werde, kann ich nicht beurteilen, ob das lit war oder nicht. Dylan, wer hätte gedacht, dass Oswald der Ocelot auch Oswald der Waschbär ist? Das wird in der Schule sicherlich Schlagzeilen machen. Nee, ich glaube nicht. Pass mal auf, ich hab da was. Das gibt direkt eine Rache. Pass auf. Wir klatschen jetzt mit seinem eigenen Spielzeug ein. Was macht der denn hier? Egal, ich kann mich jetzt nicht um ihn kümmern. Ich muss zurückgehen. Hä? Warum rächen wir uns nicht an dem? Wir haben doch die... Wir haben doch... Sein Lieblingsspielzeug. Ich würde ihn das so um die Ohren hauen. Ich würde ihm hier Müll verbuddeln, der Kerl. Der hat es nicht verdient. So, wir gehen jetzt die Gitarre reparieren. Okay. Ey, wir sind jetzt seit einer halben Stunde oder dreiviertel Stunde hier unterwegs, ne? Und der sitzt immer noch im Restaurant und fräst, fräst, fräst. Und die Frau auch noch. Die werden nicht fertig mit dem Essen. Beim letzten Mal hatten wir sogar zwei Cheater. Ja, weiß ich nicht. Warum? Was haben die gemacht? Ja, jedes Spiel hat Cheater. Das kannst du ja nicht vermeiden. Ich gehe jetzt in den Keller. Das kriegen wir hin. So. Wir... Ach, komm schon. Hä? Hab's irgendwie mit dem Falschen repariert, aber es hat funktioniert. Okay. Jetzt müssen wir den Hasen herauslocken. Perfekt. Ich aktiviere Actimel. Ne, warte mal. Wo ist denn hier... Da. So, wir haben den... Automaten aktiviert. Wir wenden einmal durch. Hä? Mach doch die Taschen aber aus, Bro. So, hier sollte gerade keine sein. Perfekt. What the fuck? So, warte mal. Können wir jetzt... Der Hase ist immer noch da. Ja, hä? Ich muss zu dem Verstärker, oder? Muss ich jetzt mit dem muss ich die Gitarre an den Verstärker anschließen? Oder was soll ich tun mit der Gitarre? Ich kann mit der so nichts machen. Ich habe keine Ahnung. Kann nicht mehr mit dem Fernseher interagieren. Lol, hä? Oh oh. Ist egal, wir wenden durch. Wir gehen raus. Gehen hier durch. Ist hier mittlerweile überall Schritte, ne?
Ich renne einfach. Wenn du jetzt fällst, bist du tot. Also überlegst du dreimal, ob du fällst oder nicht. Geh doch durch! Wenn er jetzt hier reinkommt, ich kann nicht wenden. Ich kann nicht mehr wenden, ist ja krass. Jetzt kann ich auch wieder wenden. Ja komm, dann wenden wir durch. Renne ich dem Spiel gerade zu viel oder was? Ach meine Güte, als ob. Als ob. Mach doch die Tür auf, Digga. Och Mann. Ich will doch bloß. Ja, ich sehe mehr als mehr auf der Flucht als an einem anderen. Oh. Erhöhter Schwierigkeitsgrad. Nicht gestorben trotz Dauerbeschuss. Ja, okay, das ist krass. Das ist natürlich krass. Aber das ist mir auch ein Rätsel, wie sowas funktioniert. Da müssen die ja, also... Krass. Führte der Wind hin? Ah ne, ich muss ja gar nicht dahin. Kommt er wieder her? Oh, Freaks, lasst uns rocken. Okay, let's go. Let's play the guitar. Oh. Oh, ich muss hier raus. Oh mein Gott, der Hase ist hier. Können wir nicht einfach durchwenden? Okay, der Hase ist raus. What? What? Ich habe die Leertaste gedrückt wie ein Weltmeister. Niemand hätte das schneller machen können. What the fuck, Digga? Niemand hätte das schneller machen können. Niemals. Oh nein. Okay, ich mach nochmal Leertaste, let's go. Mit beiden Tasten. Mit beiden Händen. Alter. Ich muss den Lüftungsschächten folgen. Okay. Wir folgen den Lüftungsschächten, Leute. Jetzt haben wir es geschafft. Hier oben rauskommen. Rette Chip. Oh nein, ich dachte unser Vater. Huch. Das war knapp. Ich muss zurück in die Spielhalle. Die kommen hier schon wieder. Okay, wir sind in der Spielhalle. Heiliger Stroh, sagt das ein Game, Digga. Oh, fuck. Also ganz ehrlich, der kann auch so bleiben. Können wir den... Guck mal, wir können den Automaten mittlerweile reparieren.
Ticketzähler? Ne, das geht ja nämlich. Spielmarkeinwurf? Ne, das geht ja nämlich. Gutscheinpuffer? Ne, geht ja nämlich. Geht ja auch nicht an den. Ja, schade, können wir nur nicht reparieren. Ja, komm, dann machen wir mal hier. Chip, 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 chip und chip. Gerne. Ich weiß nicht, was das... Danke mir später. War da ein Erwachsener bei dir? Nein. Hast du Mike gesehen? Ich habe ihn gefunden. Er ist jetzt in Sicherheit. Oh, das ist mein Vater. Los, Mann. Wir müssen abhauen. Nein, ich... Mein Vater, Digga. Mein Vater halt. Oh, shit. Was mache ich jetzt? Oh, er kommt, er kommt, er kommt. Ich dachte, es war ein Spaß. Entkomme. Okay, zack. Wir wenden. Oh nein. Okay. Ich kann nicht durchwenden. Ah, jetzt. Holy moly. Aber der Wind ist echt scheiße, ne? Der führt halt immer ans andere Ende. Aber eigentlich waren ja beide da oben. Hä? Oh Gott. Das ist so gut gemacht, Mann. Das ist so gut gemacht. Ah, halt. Da muss ich rein. So, wir sind wieder drinnen. Abgetaucht ins Nichts. Stell dir mal vor, mit einmal ist dieser Zugang zu dem anderen Universum weg. Ich weiß nicht. Ich habe eine Stimme gehört. Halte durch, Papa. Okay, der nächste ist Papa. So, Leute. Anscheinend letztes Kapitel. Wir haben jetzt beide gerettet und jetzt kommt Papa dran. Ab zur Schule. Keine Ahnung, wie ich es durch den Tag schaffen soll. Kaum geschlafen, Digga. Jetzt müssen wir uns auch noch vor Dings hier rechtfertigen, warum wir da nachts im Müll gebuddelt haben. Oh, Mama ist nicht da? Weird. Okay, hier ist auch niemand. Weird. Auch niemand. Okay, very weird. Very, very weird. Vor allem hat der Vater die Holzbrettverriegelung wieder gelöst. Weil sonst hätte man damit ja zur Mama gehen können und damit argumentieren können, dass Vater alles zu verbarrikadiert. Und wir gehen zur Schule. Tag 4. Schule. So, wir gehen zum Unterricht. Die sehen alle so aus, als würden sie heulen. Die haben alle so Tränen im Auge. Oh, jetzt geht's los. Schlägerei, Leute. Ich fick die, ich sag's euch. Hey, schau mal. Da ist Oswald, der Waschbär. Ich bin überrascht, dass er nicht weiter Müll wühlt. Genau, vermutlich riecht es für ihn dort genauso wie zu Hause. Ich glaube, wir haben einfach nur psychische Probleme und unserem Vater geht's gar nicht scheiße. Was los, Snoswald? Du siehst aus, als ob du gleich kotzen müsstest. Vielleicht hat's der ganze Mühen krank gemacht. Gleich verliert er endlich die Fassung. Geil. Das fand ich gut. Oh nein, ich muss hier raus. Okay, komm, wir gehen wieder. War ein schöner Schultag. Tschüssi, Idioten. Viel Spaß beim Unterricht. 1A. 1A, wir gehen zum Bällebad. Da fühlen wir uns wohl. Ich glaube, die ganze Situation hat uns dahin geführt. Weil unser Vater hat uns immer allein gelassen. Uns nicht, ja, nicht schlecht behandelt, aber auch nicht gut. Und. Ich glaube, unsere Freunde sind alle weg. Guck mal, Jeff ist nicht mehr da. Ich glaube... Hey, Junge. Hey, Junge, solltest du nicht in der Schule sein? Nicht heute, nee. Okay. Du weißt, wo du mich findest.
Wo denn, Jeff? Wo denn? Jetzt ist meine Chance, einen Vorsprung zu bekommen. Weiß man nicht, weiß man nicht. Ich glaube eher, weil der ist ja tagsüber nie da, dass jetzt alle dort sind. Das wird jetzt der belastendste Part vom ganzen Game. Wir haben keinen Vorsprung. Sind jetzt alle da. Das kannst du nicht ernst meinen. Wie viele Kinder haben sie hier festgehalten? Sie sind jetzt alle hier. Ah, meine Augen, meine Augen, meine Augen. Okay. Wir dürfen einfach keine Sounds machen. Untersuche den Schrei. Ja, wo kam der her? Ich würde sagen, wir locken die erstmal wieder hierher. Und wenden. Okay, komm, wir wenden einfach schon mal. Ja, wo kam der Schrei her? Lagerraum. Beim Lagerraum, Küche, I don't know. Aber wir kommen jetzt wieder in die Spielhalle. Oh, wir kommen jetzt hier rein. Der Durchgang ist jetzt da. Oh nein. Wo ist deine riesige Roboter? Das Telefon ringt wieder. Ticket Eater. Der Ticket Eater, Leute. Ticket Eater. Warte mal. Ich gehe ans Telefon. Scheiß auf die Automaten. Ist ein Bonus-Feature, was ich nicht cool finde. Scheiße! Scheiße, Las Vegas! Können wir hier das Ding bedienen? Und direkt wieder zurückwenden. Das kann doch nicht wahr sein. Das darf doch nicht wahr sein. Und der ist jetzt hier oder was? Das darf doch alles nicht wahr sein. Wie unlucky sind wir eigentlich? Sicherheitsraum, da kommen wir aber auch noch nicht rein. Wo kommen die Schreie her? Von eins unten drunter, aus der Küche, ne? Oh ja, da können wir jetzt hin. Da können wir jetzt hingehen, sehr geil. Und das Telefon hat aufgehört, perfekt. Shit. Fuck. Hey, wo kommen die Schreie her? Ich höre keine Schreie. Ich gehe raus. Ich höre leider keine Schreie mehr. Küche, Sicherheitsraum. Hey, die Schreie ist weg. Sind die im Keller? Also hier im Lagerraum haben wir die ungefähr hier so gehört. Keller? Waren wir gerade, waren wir im Keller? Warte mal, wir wenden mal in den Keller rein. War das das hier? Ja, ne? Ja. Das ist der Kellerwind? Oh. Ja, die Schreie sind halt weg. Ah, das sind ja keine Schreie, das ist ja Lachen. Hä?
Ich gehe mal kurz raus und wieder rein, in der Hoffnung, dass die... Dass das Geschrei wiederkommt. Finden wir irgendwas hier? Zerlegt, Sehne, was? Zerlegt, sehen sie noch gruseliger aus. Hier, untersuche den Schrei. Ich habe ein anderes Kind schreien gehört. Wenn Papa bei ihm, ist, wette ich, dass sie in Schwierigkeiten stecken. Ja, aber wo? Da liegt was. Scheiße! Moin, Killer, ich grüße dich. Jetzt wird's aber ein bisschen heftig, du. Jetzt wird's aber heftig. Hilfe! Hat er uns gesehen? Oh! Bro! Ich denke halt, dass die da drinnen sind, aber... Können wir mit dem Schlüssel alle Türen ausschließen? Kommen wir auch hier durch? Oder Partyraum probieren? Vielleicht kommen wir jetzt wirklich durch alle Türen durch. Wisst ihr, was ich meine? Müssen wir mal einmal hier komplett nach hinten. Tür ist verschlossen. Nee, das war's nicht. Sehr nice, neue Folgen auf YouTube. Von was meinst du? Von meinem Let's Play oder was? Oder? Also von irgendwas? Scheißspiel! Ah, ja, ja, ja. Ah, du guckst das auch mit. Wunderbar. Geil, geil, geil. Das kommt sehr gut an auch. Mann. Oh. Ich bin mir nicht sicher, Chat. Ich bin mir nicht sicher. Ich habe gar keine Ahnung. Ich muss Wänden und Sounds machen. Sonst kommen wir hier nicht weiter. So, wir müssen irgendwie da oben in die scheiß Küche kommen. Achso, das hier wollte ich noch probieren, ne? Das geht? Finde einen Weg, um die Bären zu locken. Och nee, komm schon. Och komm schon. Echt jetzt? Echt jetzt? Oh, Chat. Okay, wir müssen den Bären da rauslocken. Wie locken wir einen Bären raus? Ja, komm schon. Ja, ich bin mal gespannt, wann die nächste Folge kommen wird. Ich werde wahrscheinlich... Übermorgen. Ne, morgen. Morgen bin ich ja nicht live. Ich werde wahrscheinlich morgen die nächste Folge auffüllen. Mikrofon. Das könnte sein. Oder ich muss ans Telefon, weil da ist ein Poster, wie ein Bär am Telefon ist. Aber immer wenn ich hier bin, telefoniert es nicht. Klingelt es nicht mehr. Also Mikrofon könnte sein, ja. Aber es könnte auch sein, der eine Bär, der ist da am Telefonieren. Guck mal hier. Da ist auch der Bär drauf. Der Bär mag... Der Bär ist hier mit dem Hasen zusammen drauf.
Ist auch der Bär. Da ist auch wieder der Bär. Der hat einfach nur eine Krawatte. Da ist noch eine Torte zu sehen, keine Ahnung. Ich weiß nicht. Ich glaube, wir müssen ans Telefon rechtzeitig rangehen. Supermarkt Together. Boah, mit so 16 Leuten, das wäre eigentlich geil, ja. Das wäre eine coole Sache. Also kann ich mir mal angucken, wenn ich es nicht vergesse. Das klingt lustig. Mal gucken, ob wir hier irgendwo ein Mikrofon finden. Ja, ich glaube, sowas wie ein Mikrofon finden wir hier nicht. Da kannst du deinen eigenen Supermarkt bauen und so. Ja, gut, das ist ja in den, ist ja in allen Simulatoren so, dass du deinen eigenen Scheiß baust. Aber nee, klingt gut, ja. Das Telefon. Das Telefon. Der Unterschied zu sonst ist, dass das Telefon jetzt öfters mal wieder ringt. Sonst war das immer nur einmal. Scheiße. Scheiße. Wir gehen mal kurz hier rein. Kann aber auch sein, dass ich singen muss mit dem Mikrofon. Es könnte sein, ja. Na, glaube ich, also das ist ein mega geiles Game. Dune Awakening. Wird, glaube ich, auch ziemlich, ziemlich geil, ja. Und wie locken wir den Bären raus? Indem wir den Hasen köpfen. Indem wir den Hasen köpfen und ich bin so hardcore dumm. Ich will das jetzt. Ich will das jetzt. Mach doch nicht als Lärm. Ja, aber das sind halt so Quests. Wir müssen ihn irgendwie rauslocken. Upsi. Guck mal, da ist der Hase wieder. Ich glaube, der sieht uns gar nicht, ne? Der sieht uns auch gar nicht. Was ist denn das hier? Hier gibt es noch Teig von der Zeit, als alle noch hier waren. Jetzt ringt das Telefon aber wieder die ganze Zeit nicht mehr. Jetzt ringt das Telefon wieder. Jetzt geht das Telefon wieder los, Chat. Und ich habe wieder untersucht den Schrei. Genau jetzt, wo wir es nicht gebrauchen können, ringt das Telefon. Okay, geht aber. So, wir müssen den Schrei untersuchen. Wir müssen leider auch durch die Tür.
kommt der Bär. Buh. Und da ist das Telefon auch wieder weg. Ich glaube, der Bär will seine Ruhe haben. Oh nein, nicht der Scheiß. Einmal. Zweimal. Nochmal? Nee. Also es gibt nirgendwo ein Mikrofon. Finde einen Weg, um den Bären zu locken. Was habe ich alles nochmal? Taschenlampe, Ticket, Spielmarken, Batterie. Telefon. Das Telefon. Das Telefon-Chat. Das ist es. Wo war das Bild mit dem Bären mit der Telefonnummer? War hier oben, ne? Das ist der Bär. Das ist der Bär und der ist am Telefonieren. Oder? 1-800-083. Ah, da fehlt ja die Hälfte der Nummer. Diese Bär bewacht die Tür von innen. Ich muss ihn irgendwie rauslocken. Meinst du? Ah, da ist ja noch eine Zahl davor, die ja weggerissen ist, eigentlich. Ich meine, wir können es mal probieren. Aber das glaube ich nicht. Hä, war da nicht was mit 300? Ja, krass. Super gemacht. Super gemacht. So, willkommen bei Freddy's Facebier Pizza. Unsere Pizza des Monats ist Freddy persönlicher Favorit, der goldene Biss. Mit genau 83 Käsescheiben, bedeckt mit einer geschmolzenen Schicht feiner exotischen Butter. Alle unsere Mitarbeiter erfüllen gerade die Pizzaträume anderer Kunden, also bleiben Sie bitte in der Leitung und wir nehmen Ihre Bestellung kürzer auf. Ich rufe da direkt nochmal auf. Wir nerven den jetzt. Mal gucken. Er hat einfach aufgelegt. Komm mal, unsere exotische Butter. Ich probiere es noch ein letztes Mal, aber dann wird es das nicht sein. Aber witzig, dass das geht. Nee, das ist es nicht. Das ist es nicht, Leute. Das ist doch der Bär hier, oder nicht? Das ist der Bär. Der hat wieder Musik über dem Kopf.
Irgendeine Pommes und ein Mikrofon. Das ist ja nur ein Pappständer. Warum soll ich jetzt durch die Tür können? Meinst du? Nee, 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 nee. Der Bär heißt Freddy. Ich bin gerade ein bisschen ratlos, bin ich ehrlich. Dieser Bär, wenn ich so große Augen hätte, würde ich die Bühnenlichter vielleicht mit der großen... Okay, ich weiß. Okay, gut. Alles klar. Das hat uns verraten, wie man raus... Oh nein. Hä? Okay, dann doch. Wir rennen im Kreis, Leute. Wir rennen im Kreis. Nee, ich weiß wie. Wir brauchen jetzt das Feuerwerk. Oh, jetzt müssen wir erstmal wieder den Bären auslösen, Digga. Moin Darkstar, wir spielen gleich Sincera Darkstar und ich habe eine Überraschung für dich. Der ist jetzt auch hier durch, ne? Nee, wahrscheinlich auch erst nächsten Monat, Darkstar. Das hat Gründe, warum der weg ist. Warte, ich wende mal kurz durch. Wende wieder zurück. So, können den Schrei untersuchen. Kommt wieder der Bär. In der Hoffnung, dass sie noch weg sind. Rennen wir... Ach nein. Oh, puh. Der Dreckshase da unten drunter, Digga. Okay. Wir müssen zur Bibliothek, das Feuerwerk. Es ist ja stimmt, es ist ja noch Tag. Habe ich ja ganz vergessen. Ist ja auch gar keine Nacht. Wir müssen jetzt von Daylan das Feuerwerk holen. Der hat ja gesagt, wenn wir das Feuerwerk haben wollen, müssen wir ihm was Besonderes bringen. Vielleicht haben wir haben immer noch sein Spielzeug, sein Lieblingsspielzeug. Ich denke, die Bibliothek ist es. Das Poster war auf jeden Fall unser Tipp. Mal gucken, ob der jetzt hier ist. Ja, er ist da, perfekt. Na? Hey, Vorwerksjunge! Ach, nicht Daylan, Chat, genau. Ha, der Name gefällt mir immer noch. Möchtest du immer noch dagegen tauschen? Na klar, ich hätte es gerne. Damit. Naja, das ist nicht cool genug. Geh und finde etwas, das mehr Retro-Flair hat. Och Mann, ich wähle jetzt nochmal aus. Ticket, Spielmarke, Batterie, Ticket, Zähler, Spieleinwurf, wir haben nix, Digga. Hä? Was hat den Retro-Look? Der will was mit Retro-Look haben. Ich raste aus. Tickets.
Spielmarken. Batterien, Ticketzähler. Es hat den Retro-Look. Gutscheinprüfer. Ja, das ist doch alles Quatsch, Digga. Ne, 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 ne. Können wir hier rein? Ne. Ja, toll. Also wir brauchen sein Feuerwerk. Flair nicht, Luke. Was? Ja, Flair. Ach so. Retro-Flair. Ist doch dasselbe. Look, Flair ist doch dasselbe. Wir können ja mal hier im Werk gucken. Ob da irgendwas im Müll liegt. Hä, wo kommt das denn her? Das war aber hier noch nie vorher. Ich bin ziemlich sicher, dass dieser Müll hier seit Schließung des Werkes liegt. Nee, wait, wir sehen es jetzt zum ersten Mal tagsüber, deswegen sieht es alles anders aus. Ne, scheiße. Wir können mal in die Schule gehen. Die müsste ja jetzt eigentlich sogar aufhaben. Hier, das Manny-Kicken wäre doch geil. Ist auf keinen Fall sicher wieder hier rein. Okay, gut, das ist es auch nicht. Dann müssen wir bei uns zu Hause gucken. Dann müssen wir gucken, was haben wir zu Hause, was denen gefallen könnte. Aber der würde jetzt sagen, dass wir nicht nach Hause gehen, weil sonst die Mutter aufmerksam wird, oder? Das ist meine Chance, ich muss zurück zum Bällebad. Retro-Flair. Na klar, wir müssen irgendetwas hier finden, weil da sind wir in der Vergangenheit. Das ist ja die Vergangenheit. Alles, was da ist, ist Retro. Das heißt, wir müssen hier irgendwas finden. Aber was? Ja, warte mal, komme ich hier rein? Hier war ich ja noch nie in der richtigen Welt. Der Fenster, diese Fenster sehen super alt aus. Warum behält Chef sie? Oha! Okay, ist geschlossen, schade. Red Beer Singing Show. Kann ich hier reinwenden? Gibt keinen Grund dafür. Okay. Ein Bedienfeld, das ist aber für so einen Automaten, das ist nicht für den. Nee, aus den Automaten kriegst du immer nur Belohnungen. Also so neue Musikhintergründe und sowas, die nebenbei abgespielt werden. Also hoffe ich. Also das wäre dumm, wenn man... Also das wäre krass. Ich kann die Automaten ja auch gar nicht spielen in der Retro-Welt. Das heißt, ich müsste das ja hier machen und... I don't know. I don't know. Als ob das die Automaten sind. Das wäre richtig assi. Irgendwas finden, was richtig Retro ist. Tja, was ist Retro? Wir sind tot, ne? Jo! Jo! Nein!
Untersuche den Schrei. Ja, da ist einer drinne. Das ist doch schon Retro. Ich habe keine Ahnung, was hier Retro sein sollte. Was ist hier Retro? Es scheitert nur an dem Retro-Piss. Ich guck nochmal hier. Was will ein Junge? Aber ich muss jetzt nicht mit ihm reden, um zu wissen, dass er was Retro-mäßiges braucht, oder? So, jetzt haben wir die Information mit den Feuerwerkskörpern eigentlich. Das Ding vielleicht. Wenn ich Tickets hätte. Ich hab Tickets. Ich hab Tickets. Ich hab Tickets. Ich hab nicht genug Tickets, wa? Okay, anscheinend müssen wir... Hä, kriegen wir hierbei Tickets? Wahrscheinlich kriegen wir hierbei Tickets, ne? Oder ich habe nicht genug. Entweder nicht die richtigen oder nicht genug, genau. Okay, ich glaube, wir haben es. Du hast alle Kinder gerettet. Aber wenn es knapp war. Das heißt, so, wir bekommen Münze zum Einwerfen spielen. Wenn ich Tickets hätte. Ich habe doch Tickets. Ich habe Tickets. Es gibt keine bessere Aufzeichnung für einen echten Gamer als ein Stapel Tickets. Wir haben einen Stapel Tickets, Leute. Fotos von Oswald. Oh. Ticketzähler. Ein Mechanismus, der zum Zählen von Tickets verwendet wird, die eingeführt werden. Hm. Ja,
Ja, nicht die richtigen. Weiß ich nicht. 100. Ah, scheiße. Ah, scheiße. Ah, zu doll. Was kann ich überhaupt, hä? Immerhin. Okay, anscheinend kriegen wir da das Retro-Ding raus. Das heißt, wir brauchen von da ein Ticket. Oh Gott, bin ich erschrocken, Bruder. Bin ich erschrocken, Bruder. Flüchte, mein Freund, flüchte! Echt jetzt? Ich kann jetzt nicht wenden. Wir müssen warten, bis der kommt. Wo kriege ich diese Tickets her? Warum ist das Spiel gerade so? Ganz ehrlich, ein, zwei Tipps mehr. Wäre schon ganz cool. Kriegen wir Tickets? Maybe in der richtigen Welt von Jeff. Da sind ja auch noch die Automaten. Vielleicht können wir mit Jeff reden. Ich renne einfach durch, oder? Ich renne einfach durch. Der kriegt mich schon nicht, glaube ich. Also wir fallen hin. Ah, da muss ich alles schon nochmal neu machen. Ach, bitte. Aus dem anderen Ticketpresseautomaten, was meinst du? Was für ein anderer Ticketfresserautomaten. Ist er jetzt in den Keller gegangen? Hat er noch nie gemacht. Warte mal, wir gucken jetzt mal hier in der richtigen Welt. Oh nein. Aber auffällig ist auch, dass hier... Wait a minute. Ich glaube, dass wir das hier irgendwo finden können. Maybe ein altes Ticket oder sowas. Es hat doch ganz links im Raum so einen Automaten. Vielleicht bekommst du davon das Ticket. Ja, ich muss ja überall die Münzen einwerfen. Boah, das ist gerade belastend, Leute. Das ist gerade echt belastend, dass man hier so dumm suchen muss die ganze Zeit, weil du gar keine Ahnung hast. Vor allem, du weißt, was du machen musst, aber hast gar keine Ahnung, wie. Employee Stuff Only. Nur für Mitarbeiter. Wir kommen natürlich rein. Auch nichts hier. Stromversorgung. Was? Wir haben gerade Stromversorgung eingesammelt. Die Einheit, die es der Maschine ermöglicht, Strom aus einer Steckdose zu beziehen. Okay. Ist das ein Retro-Gerät?
Wahrscheinlich auch für einen Automaten. Das wäre aber krass, wenn wir wirklich aus einem gewissen Automaten das kriegen würden. Ich kann es mir fast nicht vorstellen, aber wir müssen es tryen. Oh, hier, die Tür ist sogar zugemauert worden. Wir müssen das tryen. So, hier sind wir ja nochmal im Lager. Ich glaube, es ist auch nichts. Und die ist leider abgeschlossen. Ja, okay, gut. Vermutlich haben alle Tickets schon vor Jahrzehnten rausgeholt. Das ist ein... Der ist Ticket-Eater. Kann ich hier nicht benutzen? Hier nicht benutzen. Warte mal, wir gucken, ob wir den hier zum Laufen kriegen. Also theoretisch, oh ja. Gutscheinprüfer. Ach Quatsch jetzt, oder? Wenn ich einen Gutschein hätte, könnte ich hier gegen einen Gewinn einlösen. Also hier brauche ich einen Gutschein? Oh, die Rakete sieht so cool aus. Okay. Warte mal, Ticket Eater? Wo steht Ticket Eater? Meinst du das Ding? Ja, Bedienfeld. Ah, da steht Auto oder automatische. Oder? Ach, da oben drauf steht Ticket Eater. Du hast recht. Jetzt kann ich hier ein Ticket reinwerfen. Sieht so aus, als hätte ich genug für einen Preisgutschein. Oh, ja. Und wir haben einen Gutschein. Perfekt. Wir haben einen Gutschein. Sehr gut. Gutschein. Sieht so aus, als hätte ich so ein altes Spielding bekommen. Ich kann den Bildschirm kaum sehen. Wer würde sowas wollen? Och nein. Okay, wir lösen direkt mehrere ein. Das heißt, wait a minute. Mehr Tickets. Okay, gut. Also wir müssen tatsächlich jetzt spielen, damit wir... Oh nein, das ist doch Bullshit. Wir reparieren mal noch die anderen Automaten. Mal gucken, was da für schöne Spiele dahinter hängen. Okay, komm, wir können wieder zocken. Wir haben Lichtblick. Wir können, ne? Liefere die Pizza aus. Pizza aus. Achso, halt da. So ein Scheiß. Oh. Kack-Noob. So, gibt es Tickets? Ein Ticket im Inventar bekommen. Machen wir nochmal. Oh, fuck. Bin schon weitergelaufen. Next one. Es ist auf jeden Fall ein sehr witziger Gedanke. Ach Mann, ich bin ein Zweiter. Scheiße. Wir haben wieder ein Ticket bekommen. Das ist ja ganz cool. Hier haben wir noch eine kaputte Maschine. Wir reparieren die direkt mal. Ah, ich glaube, das hatten wir gestern schon, aber das haben wir wegen Tod wieder verloren. Heben mit, ach der Scheiß, Digga. Nee, hä? Ach, mit E. Most Raps 9. Wie viel kriegen wir für 9 Wiederholungen? Ein Ticket wieder. Na okay, komm, wir kriegen auch 10. So, ja gut. Haben wir 10 geschafft. Geht auch nur ein Ticket. Ich kotze im Strahl.
Oh, da steht aber 28. Geil. Wir haben wieder einen Preisgutschein bekommen. Ist halt die Frage, müssen wir das hier machen oder müssen wir das maybe sogar in der anderen Welt machen? Ich habe irgend so einen Sticker bekommen. Mein Skizzenbuch ist wohl kein guter Platz. Wollen wir das lieber in der anderen Welt auslösen? Eintauschen. Ah, jetzt fehlen uns wieder Tickets, ne? Der Automat geht grundsätzlich nicht. Oh, den haben wir auch repariert. Was war das hier? Hä? Das ist doch das Falsche. Ja, das ist jetzt blöd. Wow, wait a minute. Ich bin raus, scheiß drauf. Game over. Scheiß Spiel. Oh, ich habe das Bedienfeld. Hä, was ist denn jetzt los? Hey Kleiner, mir ist aufgefallen, dass du den alten Maschinen herumgebastelt hast. Das macht mir nichts aus, aber... Moment, hast du alle repariert? Wo hast du das gelernt? Mein Papa, er kann ziemlich gut mit Maschinen umgehen. Als er im Werk gearbeitet hat, hat er alle Maschinen da repariert. Manchmal hat er mich im Sommer reingeschmuggelt, damit ich zugucken komme. Wow! Aber ich weiß nicht wirklich, was ich sagen soll. Ich habe diesen Ort schon eine ganze Weile vernachlässigt. Vielleicht ist es an der Zeit, dass ich mich auch wieder mehr darum kümmere. Danke für deine harte Arbeit, Oswald. Hier, nimm das. Machen Sie keine Sorgen über... Was? Machen Sie sich keine Sorgen über das Ablaufdatum. Sie sich? Oh, wow. Danke, Jeff. Danke. 75 Cent Rabatt. Hm. Das ist wenigstens, was ich dafür... das wenigste, was ich dafür tun konnte. Was für ein Angebot. Wir haben einen Pizzagutschein bekommen. Ein Pizzagutschein. Er ist schon lange abgelaufen. Kann es sein, dass wir... Hä? Aber der ist gar nicht im Inventar. Wow. Okay, das ist kein wirkliches Item. Und aus den haben wir noch gar nicht alle repariert, da ist noch einer nicht repariert. So ein Schmarren, Leute. So ein Schmarren. So ein Schmarren. Und auch zur nächsten Stage. Ne, das war's schon. Okay, perfekt. 5 Tickets gesammelt. Das ist easy. Kaputt und verfallen. Schade. Es hat Spaß gemacht, damit zu spielen. Okay, schade. Was war das hier? Oh, ne. Da gehen wir direkt wieder raus. Nee. Hier, das war easy. Lass das nochmal machen. Gib 5 Tickets. So, haben wir nochmal 5 Tickets verdient. Yeah! Ja, hole ich die jetzt hier raus oder wollen wir in die andere Welt gehen? Ah ne, die Rakete wollte er. Ich meine, die ist ja da, ne? Wir müssen noch so lange spielen, bis wir die hier haben. Hä? Wenn ich einen Gutschein hätte. Achso, ja, klar. Ich muss erstmal... Alles gut, nicht aufregen. Der will ja unbedingt die Rakete haben. Und mehr Tickets, Alter. Bro, echt jetzt? Wir müssen jetzt hier die ganze Zeit spielen, bis wir das haben.
Na gut. Next one. Sagt nix, sagt bitte nix. Ich bin da irgendwie zu, keine Ahnung. Ich hasse mich selber dafür. Ich denke, du musst das in der anderen Welt ziehen. Hm. Ja, möglich, ja. Ich meine, er hat ja gesagt, er will da die rote Rakete haben. Auf jeden Fall ist es da drinne. Aber wir können es probieren, ja? Das Ding ist, wenn wir sterben, müssen wir alles von vorne machen. Der speichert ja gar nichts, ne? Der speichert ja nicht mal hier, dass wir die Automaten repariert haben, gar nichts. Und das ein bisschen belassen. Ich glaube, da mache ich aus. Scheißen, Mann. So, habe ich jetzt genug? Okay, gut. Wir haben wieder ein neues. Okay, das heißt, aber wir haben ja bis jetzt nichts Doppeltes daraus bekommen, ne? Okay, ich gehe in die andere Welt und probiere das. Okay, Chat. Wir gehen einfach in die andere Welt und probieren das. Ich wollte eigentlich noch Sincera spielen, aber das Spiel streckt sich Stunden über Stunden. Ich dachte, das sind 3 Stunden durchgespielt, der Spaß hier. Das dauert ja ewig. Moin Jeff, tschüss Jeff. Voll am einen pennt der Kerl. Genauso wie ich. Ich habe noch kein Abendessen gehabt heute. Ich bin dumm. Alles gut, ich muss in die andere Welt. Ich habe geschlafen. Moin Jeff, tschüss Jeff. Einfach, wir verschwinden einfach wieder. Ey, stellt euch mal vor, im echten Leben, es gäbe da so ein Loch in eine andere Welt, also in eine andere Zeitlinie, das wäre schon geil. Natürlich nicht mit diesen Robotern, die einen töten wollen und die Leute in der richtigen Welt, die dir was bedeuten, umtauschen, umpolen und böse machen, aber das wäre schon geil. Ich hab keine Lust zu sterben. Dann ist alles für die Katz gewesen, Digga. Geh nochmal rein. Dass die jetzt hier aber auch vom Loch patrouillieren. Okay, der Spielautomat. Macht gar keinen Sinn. Wir können auch jetzt hier durchlaufen. Echt jetzt? Frozen, Hallöchen, ich grüße dich. Na? Was geht? Was geht? Wir sind doch gerade wieder bei dem Spiel, was dich nicht so interessiert. Er geht nicht weg, ich komme nicht zu dem Automaten. Er geht leider nicht weg. Was macht er denn jetzt hier? Der weiß ja... Hä? Er hier? Die gehen alle da drüben. Oh nein! Thank you.
Okay. Er sitzt da drin, ne? Arbeit! So, warte, hier. Das ist der Ticket-Eater. Ich hab wieder die Sticker bekommen. Es macht keinen Unterschied. Scheiße. Es macht keinen Unterschied. Ich habe wieder diese komischen Sticker bekommen. Das ist jetzt Quatsch, oder? Ach, das ist doch Schwachsinn. Okay, es macht keinen Unterschied. Wir können wieder in die andere Welt. Da ist es safer. Ich habe gerade Orientierungsprobleme. Wo bin ich? Gib ihm doch den Gameboy. Ich habe keinen Gameboy. Was für ein Gameboy? Ich kann nicht durch. Oh nein. Ey, wenn wir jetzt sterben, war alles für umsonst, ne? Ich guck gleich nochmal, ich hab keinen Gameboy gesehen. What the fuck für ein Gameboy hier? Also langsam ist das Spiel stressig geworden. Also es macht's. Es war cool. Ich bin mir nicht sicher, ob ich das. Weiß ich nicht. Langsam nervt's. Ich will wissen, wie es weitergeht. So, wir sind erstmal wieder in der richtigen Welt. So, was für ein Gameboy? Handheld-Gerät. Ah, prallt mit einer Akkulaufzeit von 30 Minuten mit 6 Batterien. Ja, warum nicht? Klar. Meinst du, ja, ne? Theoretisch? Theoretisch? Ja, lass es probieren. Ist das Retro? Egal, das ist was Krasses. Das sollt ihr jetzt nehmen. Ist meines Erachtens nach nicht Retro, aber hä? Wenn wir dem das geben, warum denn nicht? Das kann er nicht abschlagen, das ist teuer. Also glaube ich. Oder kommt es aus der anderen Welt? Dann wäre es Retro. Das wird sein, oder? Das wird safe sein. Oh, schön. Wir haben einen Tausch. Perfekt. Sehr gut. Sehr gut. Toll, danke. Es war mir ein Vergnügen, mit dir Geschäfte zu machen. Okay. Oswald. Ich wusste, dass du hier bist. Oh, hey. Ich bin gerade auf dem Sprung eigentlich. Bist du okay? Du siehst nicht gut aus. Oh nein, oh nein. Oh, dein Papa ist hier. Ich schätze, das heißt dann vorerst auf Wiedersehen. Bis morgen, Oswald. Tschüss. Oh nein. Nein. Unser Vater will uns wieder zu Hause einsperren. Ich bin ein Weg zu entkommen. Ja, den kennen wir ja schon. Ist nur die Frage. Ist sie leider wieder oben oder hat er sie nicht zurückgestellt? Das ist jetzt die Frage. Okay, er geht unten lang. So, weil das hier hat er nämlich jetzt auch verbarrikadiert. Müssen wir mit der Leiter. Wo ist er jetzt? Er ist oben. Er ist oben. Scheiße. Der ist oben. Okay. Ich
glaube, wir haben es aber. Ich glaube, wir haben es. So, Leiter hingestellt und wir sind raus. Geil, geh zum Bällebad, wir sind raus. Weil wir beide Punkte gespottet haben vorher. Geil. Ne? Das war clever. Trotz, dass wir einen Weg wussten, haben wir beide Wege gespottet. Man kann ja nicht nur dumme Aktionen tätigen. So, es gibt keinen Ausweg. Oh, jetzt. Ich glaube, wir haben's. Wir haben's. Ich glaube, das ist der letzte Part im Spiel. Wir nähern uns dem Ende. Amen. Warum geht mein Charakter wieder durch die... durch die Tür, das will ich nicht. Ich hau ihm die Beine ab, dann geht er nicht mehr. Selber ja schuld dran. Habe ich ihm immer gesagt. Oh ey, oh ey. Speedrun, ich glaube, ich bin der, der am längsten für dieses Game braucht. Batterie, wir haben genug Batterien. Achso, ja. Ja, ich nutze sie eh nie. Ich lade nach. So, warte mal. Jetzt haben wir Feuerwerk. Wo wenden wir das an? Im Raum davor? Wir müssen das jetzt noch irgendwo anwenden. Das wird ja wahrscheinlich nicht in dem Raum davor sein. Da. Feuerwerkskörper, das brennt hell. Ah doch, wir müssen ihn ja blitzdingsen. Doch, na klar, wir werden das wahrscheinlich rein. Oh, der wird safe noch sagen, wir brauchen Feuer oder sowas. Der wird safe sagen, ja, wir brauchen noch Feuer, um das anzumachen. Hm. Wir machen das hier hinten drinne. So. Dann wenden wir einmal durch. Das ist ein cooles System. Das ist ein Scheißspiel. Ich gehe jetzt hier rein und warte, bis ich es beruhige. Ich riskiere jetzt nichts mehr. Oha, die UV-Lampe ist wieder im Shop. Dann haben die wahrscheinlich echt für einen Fehler nochmal kurz rausgenommen, wieder reingebaut. Oh. Ich wende kurz durch, dann können wir nochmal das leer machen. Dann haben wir mehr Zeit. So, let's do this! Yo! Sehr gut! Das hast du jetzt davon, du kleines Stück Scheiße! Boah! Oh, hier ist das Telefon. Now, I can't imagine that you're staying there very late at night. Achso. So I guess you don't need was ist das denn hier? Nein! Ich sollte wahrscheinlich nicht mich aufmerksam machen, okay. Wer ist hier denn? Verängstigtes Mädchen. Hier sind die, was, wer? Die Kameras. Überprüf die Kameras. Ach du Scheiße. Kamera 1. Der Raum, wo wir noch nicht einmal rein konnten. Wir müssen noch Strom anmachen. Oh nein. Ah, wir können die Kamera bewegen. Ne, wir müssen glaube ich noch vorher Licht anmachen. Wo sind wir? Ich kann mich nicht mehr bewegen. Wenn ich ehrlich bin, sehe ich mich auch nicht mehr.
Sicher oben links im Bildschirm. Ja, aber hä? Selbst wenn? Selbst wenn? Es geht ja jetzt nichts mehr. Also... Ich muss die Kameras überprüfen, um zu sehen, wie nah sie diese Dinger sind. Keine Chance, dass Mädchen und ich gehen, gehen können, bevor sie weg sind. Nee, ich glaube, das verbuggt. Oh Mann. Oh Mann. Aber wir sind so kurz vorm Ende gefühlt. Und es nimmt einfach kein Ende, weil... Okay, gut, wir sind wieder hier. Guck mal, hier liegt was. Der Ehering meines Vaters. Ich nehme ihn mit zum Arm. Oh, das ist... Es ist ein Beweis. Das ist gut. Nein, ich kann nicht. Diese Gesichter, okay. Hier sind ein paar Batterien im Spind. Okay, wir gucken erstmal hier uns alles an. Die Kameras machen wir gleich erst. Hier haben wir theoretisch Strom. Das ist das Ding. Da wollen wir nicht durch. Okay. Ich prüfe nochmal die Kameras. Moment. Was heißt Bällebad? Hier ist nichts. So, dann können wir Bildschirme wechseln. Wir gehen auf die 3. Guck mal, das ging gerade nämlich nicht. Ich muss wieder zurück. Hier ist ja auch nichts. Wir gehen eine weiter. Das ging vorhin schon allein gar nicht. Ich bin in den einen Raum und bin da nicht mehr weggekommen von. Okay, ich gehe einmal weiter. Jo, okay, gut. Das sieht schon besser aus. Folge mir, ich muss hier raus. Nein, nein, ich kann nicht. Sie sind immer noch da draußen. Ich muss sie von hier weglocken. Oh nein! Warum? Warum? Hier weglocken! Ha! Lenk die Kreaturen ab. Ja, wow. Eine Scheiße mit zwei Bergen. Und einem tiefen, tiefen Wald. Ist ein kleiner Junge reingeflogen. Restlichen Reim führen wir nicht weiter aus. Gutschein für Foxys Piraten. Bringt es hier noch was? Kehr zurück zum Sicherheitsraum. Okay, gut. Das war die Ablenkung. Das war die Ablenkung, Leute. Haben wir gut gemacht. Nein, wo ist sie hingegangen? Wow! Diese kleine dämliche. Muss ich die jetzt hier suchen? Och nee, oder? Ja, neues Spielfeature-Chat. Ich sehe sie jetzt aber auch nicht. Oh oh. Es geht in die Küche. Wir müssen zu Cam 1. Oh nein. Ja, wo ging sie hin? Ja, in die Küche gebracht. Suche das Mädchen. Okay, wir suchen ganz kurz das Mädchen. Und geh rein, Digga. 10, 9, 8, 7, 6, 5. Wir müssen durchwenden, die da runterlocken eigentlich. Ne?
Macht mehr Sinn. Komm, ich geh raus, scheiße. Was machst du? So. Wir wenden kurz hier wieder durch, loggen die da runter. Telefon kann mich jetzt mal am Arsch legen, du. Ah, wobei. Da wo das Telefon ist, da gehen wir jetzt auch hin. So, hier müsste das Mädchen drin sein. Ich weiß, dass sie da drin ist. Wo denn hier? Hab das Gefühl, dass ich von diesem Ofen verflucht werden könnte. Hä? Da drinne? Bewegt sich nicht. Schloss sieht verdammt alt aus. Ich wette, ich kann irgendwas finden, um es damit zu zerbrechen. Ich muss das Mädchen da rausholen, bevor es erfriert. Oh, es nimmt kein Ende, dieses Game, Digga. Es nimmt einfach kein Ende. Es ist der Wahnsinn, Digga. Es ist der Wahnsinn. Ich habe jetzt noch ein Stündchen Chat. Oh, es ist der Wahnsinn, Digga. Ich wollte eigentlich noch Sincero spielen. Ich glaube, ich mache das jetzt auch. Wir machen jetzt hier an der Stelle, machen wir wieder ein... Aber wir sind ja wahrscheinlich fast durch in dem Spiel, ne? Ja komm, ich zieh das durch. Dann machen wir das nächste Mal Sincero. So, wir gehen erstmal in die richtige Welt. 10 Runde. 3, 2, 1, 0. Gehen wir in die andere Welt. Perfekt. So, was könnten wir jetzt gebrauchen oder benutzen? Das Ding hat einen Gefriergriff. Warte mal, das Ding hat den Gefriergriff blockiert. Ich kann ihn nicht öffnen, aber ich wette, ich kann ihn aufbrechen, wenn ich das richtige Werkzeug finde. Oh. Das Werkzeug bei uns zu Hause im Keller, oder? Das, wovon Mama nicht wollte, das... Oder war das hier im Keller? Das ist bei uns zu Hause im Keller. Ich glaube, das ist bei uns zu Hause im Keller. Ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, das ist es. Wir holen da... Wir gehen da hin, wir gucken. Wir könnten aber auch hier nachgucken im Lagerraum. Gab's da irgendeinen Scheiß? Nee, ne? Nee. Scheiß Lagerraum. Kann ich ja nicht leiden. Lagerraum. So. Moin, Chef. Tschüss, Chef. Wir gehen nach Hause. Der wird mir jetzt sagen, ich gehe da nicht zurück, es ist nachts, da ist dieses Vieh. Jetzt bin ich aber gespannt. Okay, wir können da hin. Aber halt, nee, es macht... Es sollte... Oh nee, okay, gut. Dann war das so dort im Keller. Nee, hä, das was ich meine, war bei uns im Haus im Keller. Scheiße. Ja, dann lass mal hier in den Keller reingehen. Chef, hast du was hier um... Bitte, nee, ich hänge hier nur so rum. Wir kennen nur noch uns. Wir sind der einzige Kunde, Stammkunde einfach. Von früh bis abend sind wir mittlerweile hier. Naja, bis spät in die Nacht sind wir hier. Wir können aber auch hier mal reingucken im Keller. Hier ist alles leergeräumt.
hier der Wischmob, maybe. Wollen wir damit so aufbrechen? Nee, auch nicht. Gut, dann gehen wir noch eins weiter. Gucken wir hier drinnen da. Einfach nochmal so ein Automat. Da ist ganz viel Werkzeug oben dran. Das dürfen wir nicht nehmen. Schade. Dann muss das in der Welt sein hier. Das heißt, wir dürfen die Welt komplett absuchen. Wo ist eigentlich mein Speedrun-Timer? War der nicht beim letzten Mal noch irgendwie da? Und da haben wir schon mal nix. Da haben wir anscheinend auch nichts im Schrank. Können wir irgendwas aus ihm nehmen? Nee. So, da haben wir nichts. Hier können wir leer machen. Da oben hängen Werkzeuge, aber die dürfen wir anscheinend nicht nutzen. Da sind die Werkzeuge auch. Die dürfen wir nicht nutzen. Schade, das war es nicht. Gut. Kann er noch hereingekommen? Ich sehe nichts. Schade, das war schon mal nichts. Spielhalle, Lagerraum. Wir könnten mal in die Spielhalle gucken. Oder kommen wir jetzt in den Partyraum rein? Ne, ich glaube, im Partyraum ist unser Vater. Ich glaube, da kommen wir ganz am Schluss vom Spiel rein. Man könnte jetzt bei der Müllhalde gucken. Vielleicht nochmal, ob wir da was finden. Das hätten wir vielleicht vorher machen müssen. Die Rakete kann es ja nicht sein, oder? Die wir hier als Spielzeug... Oh, hier, der Hammer einfach. Sollte nur als Spaß dienen, aber cool. Wo wenden wir hier nochmal hin? Hier wenden wir in den Keller. Ist das gut? Nee. Scheiße. So, wir haben den Hammer. Wir sind fast am Ziel. Das Ding ist, die sehen uns nicht, die hören uns nur. Wir müssen immer die Ruhe bewahren, einfach. Der haut jetzt auch gleich wieder ab. So, jetzt. Ey, wir sind so der krasse Held, ne? Wir haben so viel Mut. Okay. Oh mein Gott. So, wir sind da. Mit dem Hammer interagieren. Komm, ich hol dich da raus, Frostbeule. Oh, das war aber knapp, du. Wir hatten nur einen Versuch. Hab es! Das war aber auch sehr laut, ne? Sie... Gerade hat sie noch geschrien. Sag nicht, die ist tot. Okay, wir haben es geschafft. Okay. Du hast mich gerettet. Lauf zum Ausgang, bevor... Okay. Für dein... Muss ich irgendwas machen? Quick Time! Jetzt! Weg in die andere Welt! Wenn du wüsstest, dass da ein Portal ist, mein Freund. Das wird immer schlimmer und schlimmer. Es endet morgen. Oh nein. Alter, wir müssen noch einen ganzen Tag machen. Tag 5. Okay, Schule. Sind wir wieder in der Schule?
Nein. Geh zum Bällebad. Ich habe den ganzen Tag geschlafen. Mir läuft die Zeit davon. Oh, ne, warte mal. Keine Schule mehr, keine Ablenkung mehr. Ich bringe Papa heim. Aber warte mal, wir haben doch jetzt safe. Der Keller ist jetzt safe auch zu, oder? Wir kommen jetzt safe auch nicht mehr durch den Keller durch. Können wir irgendwie leer machen? Ich weiß nicht, wo der ist. Ich weiß auch gar nicht, ob der gerade patrouilliert. Ich gehe mal oben gucken, ob es da was gibt. Hier ist nämlich auch noch zugenagelt, genau. Was ist das für ein Geräusch? Aber es ist Tag, ne? Kann das sein? Das ist ja gar nicht hier rumkutschiert? Ich glaube, ich kann einfach rausgehen. Es ist Tag. Komm, wir tryen. Wir können ganz normal, glaube ich, hier den normalen Weg gehen. Ja. Ich mache mich hier schon wieder... Weißt du, so kommt Playtime zustande. Geh zum Bällebad. Wer hätte es gedacht? Da kommen wir doch gerade erst her. Bonnie bleibt meistens für sich. Mhm, gut zu wissen. Achso, okay. Wenn ich da reingehe, bin ich mir nicht sicher, ob ich da wieder rauskomme. Aber ich denke, ich bin soweit wie nie zuvor. Oh, Leute, Finale! 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 Whoa. Ich muss die Hunde eigentlich holen. Finale! Whoa. Geh zum Bällebad. Ich hoffe, das dauert jetzt nicht mehr lange, weil ich muss eigentlich die Hunde holen. Ah, hier. Wir können auch nicht mehr mit dem Dude reden. Das ist übrigens der Erste, der uns nicht von vorne anguckt, sondern dessen... In all den Zeiten, den Chef die Tür tatsächlich abschließt. Okay, ich beeile mich besser und finde ihn. Oh, echt jetzt? Suche Jeff. Er ist bei den Spielautomaten. Er wollte dem jetzt Zeit widmen. Wir gehen hier durch. So, einmal hier durch. Wir kennen es hier bestens aus. So, und da sind wir da. Na, seht ihr? Er ist nicht hier. Doch im Keller? Oh, Jeff, kann doch jetzt nicht sein, dass du abschließt, Digga. Oh, hier, wir kommen hier rein. Ah, aha. Aha, er spielt solitär. Was machst du da, Jeff? Na, was sieht denn das aus, Junge? Arbeit. Ich spiele solitär und probiere Geld im Internet damit zu verdienen. Was stürmst du denn hier so in meinem Büro? Ich muss ins Bällebad. Ich habe neulich meine Jacke in dem Raum mit dem Bällebad vergessen. Kannst du mich da bitte reinlassen? Ha, deine Versuche, Junge. Du trägst dieselbe Jacke, die du anhattest, als du rein bist. Nein, ich tue das nicht. Das ist meine Ersatzjacke. Die andere hat mein Portemonnaie und ich brauche es, um Pizza zu kaufen. Oh, klar, das ist wichtig. Hier, nimm den Schlüssel. Viel Spaß. Ich verspreche, ich komme gleich wieder. Tschüss. Keine Ahnung. Wir sind im Bällebad, Leute. Wir können wieder rein. Ey, wir haben so Hallus. Oh! Sie sind hier! Sie sind hier! Die haben die richtige Welt gefunden. Das kann doch nicht sein. Wir hätten zu Jeff rennen sollen.
Der hätte die gesehen. Oh mein Gott, wie cool. Wie cool, Digga, wie cool. Finde Papa. Im Security-Raum, ne? Würde ich jetzt predikten. Können wir uns verstecken noch? Ja, meinte ich am Partyraum, sorry. Der immer abgeschlossen war. Ich hab die Taschenlampe. Okay, gut, wir haben ihn weg. Wir müssen jetzt nur noch nach links laufen, da ist der Partyraum. Und er läuft da halt auch hin. Wie viel Glück muss man haben? Scheiße, Mann. Und ich höre irgendwo den Hasen. So, ich muss einen Weg finden, den Partyraum zu öffnen. Lass mich hier raus, dummer Hase. Geht's dir gut da drinne? Ich wurde hier von einem seltsamen Hasen eingesperrt. Kannst du einen Weg finden, um mich hier rauszuholen? Ich finde schon was. Guck mal in den Sicherheitsraum rein, vielleicht finden wir da irgendwas. Echt jetzt? Haben wir was zum Verstecken? Nö, perfekt. Moin, Digga. Und haben wir im Kreis. Da, der. Oh. So, Leute, ich muss die Hunde kurz holen. Ich bin gleich wieder da. Ja. Scheiße, ich bin ein Vollidiot. Alter. Das hätten wir fast nicht geschafft, weil das Spiel gerade so komisch ist. Alter. Das hätten wir fast nicht geschafft, weil das Spiel so scheiße ist. Wer ruft da eigentlich die ganze Zeit an? So, kommen wir jeden durch. So, okay, zack, zack. Ich würde jetzt einfach bloß. Aber warte mal, können wir nicht. Den da benutzen? Nein, irgendwie nicht. Finde deinen Vater. LOL. Wir können hier gar keinen. Lärm mehr machen. Im Keller. Okay, wir können im Keller keinen Lärm mehr machen. Perfekt. Schade. Hä? Wir gucken mal trotzdem, ob wir zum Eingang kommen. Wollen wir oben rum über den Spielraum? Okay, wir rennen mal ein bisschen. Gibt's auch überall nichts mehr zum Interagieren? So. Thank you.
Scheiße. Wendy-Wend. Mann, wie viele Spinnen gibt's denn da? Warum kommen die immer an denselben Orten runter? Aber er ist ja jetzt immer noch da. Vielleicht sollten wir doch nochmal in den Security-Raum zurück oder so. Wie war die Telefonnummer nochmal? 1-8-0-0-0-8-3, ne? Oder 4-3? Ah ja, perfekt. Okay, das ist es nicht. So. Die Tür mit einer Art Schlüsselkarte geöffnet wird. Ah. Anscheinend ist er raus, aber jetzt brauchen wir eine Schlüsselkarte. Perfekt. Kann sein, dass sie hier drin ist. Ne, gut. Und hier ist jetzt keiner drin? Ne, gut. Hier können wir auch Alarm auslösen. Theoretisch. Wir können die Kameras wieder nutzen. Boah, wenn die hier reinkommen, haben wir verloren, ne? Hier gibt es ja auch rein gar nichts zum Ausweichen. Das ist ja auch insane. Hallo, jemand da? Vielleicht haben sie ja aufgelegt. Warte mal. Wir können ja jetzt in den Raum mal reingucken. Da ist halt eh immer noch kein Licht drin, ne? Wir sehen immer noch nicht, was da drin ist. Ist das eine Scheiße? Naja, okay. Ich löse mal hier einen Alarm aus, scheiße. Maximaler Alarm. Das ist maximaler Alarm da. Vielleicht ist das ja the way to go. Kriegen wir denn die Schlüsselkarte her? Wo kommt es her? Ganz viele Geschreie. Oh, hör auf, die ganze Zeit hinzufallen. Das steht hier nicht. Ne, wir brauchen die Schlüsselkarte. Wo kriegen wir denn die Schlüsselkarte her? Keller, Essensraum, im Sicherheitsraum war keine. Kann doch nur im Sicherheitsraum liegen eigentlich, oder? Als ob die woanders liegt. Also. Uiuiui. Moin Leute. Wir kommen nicht mehr in den Keller rein. Aha! Wir kommen nicht mehr in den Keller rein. Dann wenden wir da mal in den Keller rein, oder? Warum greifen die uns nicht mehr an? Ich wende jetzt in den Keller rein. Theoretisch hiermit. So, wir sind im Keller. Wir waren gerade schon mal hier, sind aber dann nicht. Wir sind dann aber nicht nochmal hier in den Nebenraum reingegangen. So, hier sind wir nämlich nicht reingegangen. Und den scheinen die zu bewachen. Wo kamen all die Dinge her? Oha, Leute, was haben wir hier?
Die haben ein bisschen aufgeräumt. Wir untersuchen. Sieht fast so aus, als ob eine von ihnen etwas reingestopft wäre. Eine Schlüsselkarte, perfekt. Wir haben die Schlüsselkarte zum Partyraum gefunden. Einfach mal ein bisschen kombinieren. Oh mein Gott. So. Jetzt aber. Taschenlampe aus. Hust mit dem Ding. Okay, wir sind drinne. Wir sind drinne. Moin, Kollege. Vielen Dank. Ich dachte schon, es sei aus für mich. Bevor du verschwindest, ich suche nach meinem Papa. Hast du ihn gesehen? Nein, ich habe niemanden sonst gesehen. Aber ich habe komische Geräusche gehört, die durch den Lüftungsschacht gekommen. Ich habe auf jeden Fall einen Mann nuscheln und schnarchen gehört. Oh Mann, das muss es sein. Ich denke, du solltest direkt bis zum Ausgang rennen. Sei vorsichtig. Okay, viel Glück. Leute, hier ist ein Lüftungsschacht, wo wir irgendwo hinkommen, wo wir noch nie waren. Ich durchsuche ganz kurz den Partyraum hier. Okay, hier geht's rein gar nichts. Hä, wo führt der Wendt hin? Der führt in einen neuen Raum. Wir haben Papa gefunden! Papa! So, Papa, du lebst. Retter Papa. Was willst denn du, kleiner Hoden-Kacksack? Toll, dieser Bär ist da draußen. Ja, okay, den können wir... Den töten wir einfach. Okay, komm, wir machen Papa. Wir retten Papa. So. Ist das auch wirklich der richtige Papa? Oder ist das eine Falle? Hört sich so an, als wollte etwas reinkommen. Ich verstecke mich besser. Ja, wow. Unser Papa verreckt, oder was? Oh, oh. Ja, moin. Wir müssen Papa suchen. Chat. Ich kotze im Strahl, Digga. Nein, du bringst ihn nicht schon wieder weg. Ja, das hat er aber offensichtlich getan. Das hat er leider Gottes offensichtlich getan. Ich will dich ja jetzt nicht enttäuschen, aber... Wo sind wir hier? Okay. Dieser Bär ist da draußen. Müssen wir... Ich weiß es nicht. Warte mal. Hier schon wieder das Telefon. Okay, das bringt rein gar nichts, die Hupe zu hupen. Hupe, hupen, Mann. Rette Papa. Wir wissen nur leider nicht, wo Papa jetzt schon wieder ist. Warum jammert sie eigentlich wieder? Oha! Die Tür ist verschlossen. Ach krass! Ach krass! Okay, die Tür ist verschlossen, sehe ich ein. Aber wie kriegen wir die auf? Hier ist auch gerade kein Schwanz mehr von denen, ne? Oder? Ich gucke gerade noch mal ganz kurz. Haben wir hier irgendwas? Also die Kamera haben sie leider zerstört. Die ist halt noch da. Hä, warum jault denn das da schon wieder im Partyraum? Das macht gar keinen Sinn.
Okay, gut, das bringt uns auch nichts hier. Wir können maximal... Und da ist der Alarmschilder vorbei. Okay, ich glaube, wir können hier gerade frei rumlaufen, da passiert nichts. Da passiert gerade gar nichts. Okay, ich glaube, wir können doch nicht allzu frei rumlaufen. Warum jaulten die hier schon wieder? Die ist weg. Ich glaube, das ist ein Spielfehler, ne? Die haben den wahrscheinlich runter zum Ausgang gebracht. Oh ja, hier sieht es irgendwie anders aus gerade. Ja, ich glaube, wir sind richtig. Wir sind richtig, Leute. Rette Papa, die bringt den gerade weg. Ja, aber soll ich jetzt hier raus? Nö, du hast gesehen, was das letzte Mal passiert ist. Scheiße. Der war ja unten links auf der Kamera zu sehen. Ja gut, aber... War es mein Vater, oder? Ach so, der Gegner. Ja, das interessiert mich ja nicht. Warum den die jetzt mein Vater schon wieder hingebracht, Mann? Rette Papa, der kann halt überall sein. Ich habe keine Ahnung, wo der ist. Muss ich raus in die andere Welt? Wow! Papa! Oh, weggeboxt. Ah, da war's für Reflexe. Ja, wir haben ihn! Wir haben ihn! Wir haben ihn! Papa! Papa, nein! Nicht tot! Bitte sei nicht tot! Ja, ich würde mal hinmachen, weil sonst... Okay. Oswald, was? Was? Okay. Okay. Was bleiben die dummen Idioten auch vor dem Bällebad stehen? Was ist das? Jetzt haben wir unseren Vater gerettet und der Kleine ist weg. So Leute, wir haben Five Nights at Freddy Into the Pit durchgespielt. Was ein scheiß Ende. Was ein scheiß Ende, ganz ehrlich. Ich sag mal, die Grafik hat mir absolut gefallen. Die Game Mechaniken waren super. Grundsätzlich richtig cooles Game. Ich fand halt, ja okay, das eine oder andere, es war nicht unlösbar. Das Ende war Pisse irgendwie, weil wir sind jetzt trotzdem, wir haben verloren irgendwie, aber es ist halt zu Ende. Ja, und das andere, gut, man sucht halt in solchen Spielen, ne? Ich fand es bloß blöd teilweise, dass ich nicht wusste, wie es weitergeht, weil ich hier auch nicht endlos für ein YouTube-Video durch die Gänge laufen möchte und was suchen möchte, ne? Das muss man mal klarstellen. Grundsätzlich soll man das ja machen und soll es Spaß machen, zu überlegen und zu suchen. Nervig war halt nur, dass du halt die ganze Zeit gejagt wurdest und das manchmal teilweise unfair war und du dann so viele Sachen neu machen musstest, weil die Save Points jetzt gerade nicht die besten waren. Aber roundabout geiles Game. Im zweiten Teil spielst du den Vater und musst den Sohn retten, ja.
machst du wieder auf die gleiche Weise und am Ende wird der Vater entführt und der Sohn ist wieder frei. Nee, ich gebe dem Game eine 6,5 von 10. Leute, war okay. Neue Musik freigeschaltet, Chess Pizzeria Speisesaal und Freddy's Biers Speisesaal freigeschaltet. Geil. Ja, wir haben alternative Musik freigeschaltet, Leute. Ganz viel. Geil. Jo, in diesem Sinne. Wir haben sehr viel nicht gemacht, ne? Naja. Dabei dachte ich, habe immer mit allem interagiert. Wild. Na gut, in diesem Sinne. Falls das hier auf YouTube kommen sollte, tschüss YouTube.